Auf dem iPad gibt es einige Funktionen, die viele sicher noch nicht kennen. In diesem Video haben wir die besten Funktionen für dich rausgesucht und zeigen dir, wie sie dein Leben erleichtern können. Viel Spaß damit, los geht's! Tipp Nummer 1: Stiftgesten. Wenn ich mit dem Apple Pencil von der rechten unteren Ecke nach oben streiche auf dem Bildschirm, öffnet sich eine Schnellnotiz, die ich dann entsprechend ausfüllen kann. Und wenn ich von der linken unteren Ecke nach oben streiche, dann kann ich einen Screenshot machen. Insbesondere das zweite, der Screenshot, finde ich sehr praktisch, weil es für mich deutlich einfacher funktioniert als über die normalen Tasten, wo ich immer ganz kompliziert zwei Tasten gleichzeitig drücken muss. Wer das gar nicht möchte, könnte es auch deaktivieren. Im Bereich Einstellungen, Apple Pencil ganz unten, gibt es die Stiftgesten und da kann man es dann auch entsprechend ausschalten. Tipp Nummer 2, Apple Scribble auf Deutsch. Wir bleiben gleich mal hier im Menü beim Apple Pencil und ich habe hier über den Stiftgesten den Menüpunkt Kritzeln. Das ist die Übersetzung von Apple Scribble und wenn man das aktiviert, dann wird mit dem Stift geschriebenes in Maschinenschrift umgewandelt. Man kann jetzt hier direkt darunter gleich mal das sogenannte Kritzeln oder Apple Scribble ausprobieren. Hier gibt es ein paar Möglichkeiten, was es gibt. Handschrift löschen, auswählen und so weiter. Ich öffne mal eine E-Mail, um es zu testen. Und man kann jetzt im Prinzip in jedem Textfeld einfach hier mit dem Stift direkt schreiben. Hallo, lieber Markus. Man sieht, dass die weiße Schrift dann hier erkannt wird und grau wird und dann auch in Maschinentext umgewandelt wird. Also das ist für mich sehr beeindruckend, Apple Scribble. Damit kann ich mit dem Stift in allen Programmen innerhalb des iPads meine Handschrift in Maschinenschrift umwandeln. Tipp Nummer 3, Split Screen. Wenn ich in einem Programm bin, zum Beispiel hier im Safari, habe ich jetzt in der Kopfzeile oben drei Punkte. Wenn ich da draufklicke, kann ich die Breite der App auswählen, wenn ich Multitasking möchte. Ich habe hier natürlich Vollbild, das ist das Normale, aber eben auch den Split View, das Mittlere und dann Slide Over. Ich wähle mal hier das Mittlere aus und jetzt geht die App hier so an den Rand und ich kann hier eine zweite App öffnen, die ich parallel dazu nutzen möchte. Das ist neu, den Split Screen gab es früher im Prinzip schon, aber es war ziemlich kompliziert für mich, den zu benutzen. Jetzt mit den drei Punkten ist es deutlich einfacher. Ich kann auch hier zwischen allen Apps auswählen. Früher konnte ich nur auf das Dock zugreifen. Ich kann jetzt zum Beispiel sagen, hier öffne mir OneNote parallel und jetzt habe ich zwei Apps, mit denen ich parallel arbeiten kann. Finde ich sehr praktisch. Split Screen. Da gibt es auch ein ausführliches Video, wo wir das nochmal erklären. Wir verlinken es euch hier im Video. Dir gefallen diese Tipps? Dann abonniere jetzt unseren Kanal, um ab jetzt kein Video mehr zu verpassen. Tipp Nummer 4, Inhalte kopieren. Wenn wir hier schon im Split Screen sind, kann man noch was Schönes zeigen. Also wenn ich Inhalte kopieren möchte, ich habe hier auf der linken Seite einen Blogbeitrag, rechts ist OneNote, um da vielleicht irgendwas mir festzuhalten, dann markiere ich mir mal hier Text und muss es nicht mehr über Kopieren einfügen gehen. Ich kann einfach hier jetzt den markierten Text nehmen und auf die andere Bildschirmseite ziehen und sie dort ablegen. Natürlich genauso auch Grafiken. Ich markiere hier oben meine Grafik, nehme sie auch und ziehe sie auf die rechte Seite und kann jetzt hier damit weiterarbeiten. Finde ich sehr praktisch, einfach ziehen und ablegen im Split Screen, um Inhalte zu kopieren. Tipp Nummer 5, alle Shortcuts des Programms anzeigen. Für diesen Tipp braucht man eine externe Tastatur, dann lange die Command-Taste drücken, dann werden alle Shortcuts des aktiven Programms angezeigt, da kann man auch hin und her wischen, wenn da mehrere da sind. Jetzt hier in diesem Fall zum Beispiel Command 1 erzeugt hier eine Aufgabe. Also, Tastenkombinationen sind effektiv und machen Spaß. Tipp Nummer 6, Texterkennung in Fotos. Also ich bin hier in meiner Foto-App und ich habe hier verschiedene Fotos und Screenshots. Hier ist ein Screenshot zum Beispiel und wir haben einen neuen Button rechts unten. Wenn ich da mal draufklicke, dann wird aller Text, den mein iPad hier auf dem Foto erkennt, mit Texterkennung erkannt und ich könnte jetzt hier einfach das Ganze entsprechend hier markieren, kopieren und in anderen Apps verwenden. Aber nicht nur
in Screenshots oder wenn ich eine Visitenkarte zum Beispiel fotografiere. Das Ganze funktioniert auch mit Handschrift. Ich wechsle mal hier, habe ich ein Foto gemacht von einer handschriftlichen Notiz. Auch hier schalte ich mal die Texterkennung ein. Und man sieht sehr erstaunlich, wie gut das erkannt wird hier. Der Text, die Webadresse, die Telefonnummer. Wenn ich auf die Telefonnummer klicken würde, kann ich jetzt direkt einen Anruf starten zum Beispiel. Also da wird gleich das richtige Protokoll geöffnet. Oder wenn ich hier auf die Webadresse klicke, dann wird das direkt mir hier im Safari geöffnet. Also für mich ein super Highlight, tolle neue Funktion, Texterkennung in Fotos. Tipp Nummer 7, Widgets. Ich muss zugeben, ich habe früher nicht so mit Widgets gearbeitet, aber seit man sie hier auf dem Homescreen einbetten kann, finde ich das gar nicht schlecht, weil ich einfach die Inhalte sehr schnell sehen kann, ohne die entsprechende App zu öffnen. Das heißt, ich habe mir hier meine Termine, meine Aufgaben für heute und auch noch ein bisschen Wetter. Das finde ich gar nicht schlecht. Jetzt, wie kann man das machen? Man geht in den Bearbeitungsmodus, indem man lang auf den Bildschirm klickt und dann auf der linken oberen Ecke kann man hier auf das Plus klicken und jetzt bin ich hier im Widget-Bereich und kann da aus verschiedenen Bereichen hier, je nachdem auch was für Apps ich installiert habe, Widgets auswählen, zum Beispiel aus dem Kalender hier. Und wichtig, man kann jetzt hier das Design oder den Style wählen, indem ich einfach hier wische, gibt es hier verschiedene Größen, wie man das Widget einbinden kann. Und das finde ich eine coole Sache, muss ich wirklich sagen, weil ich eben die Apps nicht mehr öffnen muss, sondern direkt die Inhalte angezeigt bekomme. So, das waren jetzt meine 7 Tipps für spannende iPad-Funktionen, die vielleicht viele noch gar nicht so kennen. Einiges war ja auch dabei von iPadOS 15. Ich hoffe, auch für dich war das eine oder andere Neue dabei. Als iPad-Nutzer vielleicht ist für dich auch noch unser OneNote-Tutorial für das iPad interessant. Wir verlinken es dir hier. Ich persönlich liebe die OneNote-App, besonders mit dem Apple Pencil macht das richtig viel Spaß. Jetzt sage ich danke fürs Zuschauen, eine gute Woche und bis zum nächsten Video. Ciao.